und ich frage, wie geht's dir jetzt? Besser. Dann ist das die schönste Situation, die ich dann in dem Moment habe. Ich bin Jasmina Kildes. Mein Name ist Petra Schulke. Mein Name ist Friedemann Ehrenfort. Ich bin studierte Sozialpädagogin und habe in Enschede studiert und auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich bin hier am Gymnasium Bad Iburg seit 2005 als Lehrerin tätig und seit 2011 bin ich Beratungslehrerin am Gymnasium Bad Iburg. Grundsätzlich sind wir für Schüler da, für Eltern, aber auch für Kollegen. Immer dann, wenn die ein Anliegen haben, wenn die ein Problem haben. Das können aber ganz unterschiedliche Dinge sein. Bei Schülern Streit in der Klasse oder vielleicht einmal ein persönliches Problem, für das man eine Lösung braucht. Oder bei den Eltern, dass sie vielleicht mit den Kindern Probleme haben und einen Rat von uns wollen. Schulsozialarbeit ist eigentlich Beratung für Schüler, Eltern und Lehrer in der Schule. Das bedeutet, ich mache auch Netzwerkarbeit mit anderen Netzwerkpartnern wie Jugendämter oder aber auch Mädchenhäuser oder was es alles so gibt. Zusätzlich mache ich Klassentrainings. Da geht es vor allem um Klassenstärkung, aber auch um soziales Lernen. Es gibt verschiedene Formen, wie eine Beratung inhaltlich gestaltet wird. Und das Allerwichtigste ist immer das erste Einzelgespräch. Jemand hat ein Anliegen und kommt zu uns. Und daraus ergeben sich manchmal eben andere Konstellationen. Ich habe eine Schweigepflicht. Wenn jemand kommt, dann bleibt das Erzählte bei mir. Was wir ja nicht machen in der Beratung, ist, dass wir denen einfach eine Lösung präsentieren. Ich arbeite nach dem Coaching-Ansatz. Das bedeutet, in kurzer Zeit durch gezielte Fragen die Person selber an das Ergebnis zu bringen. Man arbeitet gemeinsam und guckt, welche Möglichkeiten jeder selber schon hat, welches Werkzeug er vielleicht schon in seinem Werkzeugkasten hat, um mit dem Problem ein Stück voranzukommen. Wenn man dann den Punkt erreicht, wo derjenige sagt, Frau Schulke, jetzt schaffe ich das alleine. Und dann habe ich so eine Angewohnheit, ich schreibe dann unter meine Informationen und Notizen, Beratung erfolgreich beendet. Und das ist für mich der schönste Moment, dann ist ein Datum, dann ist ein Strich. Das, was mich am meisten begeistert, ist, dass in kurzer Zeit, ich kann in kurzer Zeit Menschen, jungen Menschen schon ganz viel mitgeben. Und sie gehen hier raus und haben schon einen besseren Tag und darüber freue ich mich total. Ja, wir sind ja Beratungslehrer, wir sind keine Therapeuten und insofern ist das auch eine wichtige Aufgabe zu wissen, wann kommen wir an unsere Grenzen, wann ist vielleicht eine außerschulische Hilfe für jemanden besser. Ansprechbar sind Herr Ehrenfort, bin ich jederzeit. Wenn man mich in der Schule sieht, ist natürlich eine ganz konkrete Möglichkeit. Aber darüber hinaus auch, wenn die Tür offen steht, einfach mal klopf, klopf, einmal reinkommen. Eine Mail ist sicherlich auch eine ganz sichere Möglichkeit, wo man dann sicher weiß, ich kann die in Ruhe formulieren und dann bekomme ich auch eine Antwort. Sich Hilfe zu holen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke und Selbstverantwortung. Schüler und Schülerinnen sprechen mich vor allem per Mail an oder über Lehrkräfte. Das heißt, es kommen Schüler zu Lehrkräften und sagen, es läuft irgendwas nicht so gut. Oder aber auch Lehrkräfte sprechen Schüler an, weil etwas aufgefallen ist. Ja, dass es wichtig ist, dass wir es wichtig finden, dass jeder weiß, dass er sich an die Beratungslehrer oder auch an die Schulsozialarbeiterin wenden kann. Egal wie klein oder groß das Problem ihr oder ihm gerade erscheinen mag.